Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Channel. Ihr seht schon, es ist kein Musikvideo oder kein neuer Track oder sowas online gekommen. Heute geht es mal um so ein kleines Special-Video, was ich jetzt vorhabe, jede Woche zu machen. Also egal, ob es um Rap-News geht oder allgemein um Musik der Woche, allgemeine News oder Fragen von euch zu beantworten. Kommt immer drauf an, was gerade, wo ich gerade Bock drauf habe, was gerade klar geht, zum Beispiel jetzt wegen Fragen beantworten von euch. Wenn ich keine Fragen gestellt bekomme, kann ich auch schlecht welche beantworten. Deswegen habe ich jetzt vor, erstmal ein allgemeines Video zu machen, um zwei Fragen, beziehungsweise eine Frage. Das andere ist eine Umfrage, das andere ist mehr so eine Sache, die ja um diese 300 Worte in einer Minute Challenge geht. Und ja, seid einfach mal gespannt, was jetzt in dem Video passiert. Also es geht erstmal um die erste Frage, um einen neuen Track, den ich ja vorhab zu machen, beziehungsweise wo ich allgemein momentan Bock drauf hätte, einen neuen Track zu machen. Und zwar, ich habe vor, euch ein wenig mit einzubeziehen. Es geht nämlich um die Beats, die ich mir gerne aussuchen möchte. Ich hätte zwei Beats zur Auswahl. Der dritte Beat ist nicht unbedingt ein Beat, sondern eher eine Playlist, die ich zusammenstelle, wo halt so Type-Beats drin sind, wie zum Beispiel so Beats, die in Richtung von zum Beispiel Capital Bra gehen, Raf Camora, 187, San Diego, Neo Anleashed, ich weiß nicht, ob der genauso ausgesprochen wird, tut mir leid, halt sowas, was in diese Richtungen geht, wie die das halt immer zum Beispiel machen. Dann hätte ich halt, wie gesagt, ich zeige euch die Beats jetzt gleich erstmal so alle 5 bis 10 Sekunden oder so 5 bis 10 Sekunden blende ich die Beats ein. Und der erste Beat wäre halt ein Trap Beat. Das sind halt alles Freebeats, darauf achte ich halt, weil ich habe noch nicht unbedingt viel Geld oder allgemein nicht viel Geld mit YouTube verdient, auch nicht mit meinen Tracks. Und deswegen benutze ich erstmal Freebeats, bis ich zum Beispiel mir einen Produzenten leisten kann, der mir dann halt meine Beats macht. Also der erste Beat wäre ein Trap Beat. Das ist auf jeden Fall ein Trap-Beat, Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Wie gesagt, blendet euch den jetzt 5 bis 10 Sekunden lang ein. Der nächste Beat wäre ein Free-Wash-Type-Beat. Wie gesagt, auch nochmal 5 bis 10 Sekunden eingeblendet. Das nächste ist, wie gesagt, eine Playlist, wo es halt in die Richtung geht mit Free, mit San Diego, SpongeBoss oder... Bushido, Capital Bra, Raf Camora, halt sowas in diese Richtung. Mache ich euch alles unten in die Videobeschreibung, blende ich euch hier auch gleich nochmal alles ein. Wie gesagt, die zweite Frage, wurde ich in dem Rap-Battle angenommen, ja oder nein? Bisher habe ich noch keine Nachricht dazu bekommen, ob ich angenommen worden bin oder nicht. Es wurden die ersten Qualifikationen schon hochgeladen, auch schon Bewertungen zu den ersten Qualifikationen. Ja, ihr kennt mich noch nicht, doch keine Angst, denn das wird sich jetzt ändern. Ihr werdet merken, dass Sykes nach diesem Battle jeden seiner Gegner heftig zerfetzt hat. Da war ich aber leider nicht dabei. Ich habe dem der Person, die halt bei den Channel leitet von Mini Web Battles, Link dazu ist auch nochmal unten in der Videobeschreibung, falls ihr diesen Channel abonnieren wollt, da sind echt geile Rapper bei, sage ich euch. Ich habe dem halt eine Privatnachricht geschrieben auf YouTube und habe ihm auch nochmal in die Kommentare geschrieben, wie es denn jetzt aussieht. Ich hätte ihm am 26. April, also schon vor fast einem halben Monat, habe ich ihm eine Qualifikation von mir zugeschickt, von mir und meinem Kollegen, der halt auch mit im Video war. Das war ja das erste Musikvideo, was hier auf dem Channel erschienen ist. Er hatte sich nicht zur Privatnachricht gemeldet und auch nicht auf die E-Mail-Adresse. Ach ja, auf die E-Mail, die ich ihm geschickt hatte. Ich hatte ihm dann nochmal in die Kommentare geschrieben, wie es denn aussieht. Ich hätte ihm halt am 26. April halt die Qualifikation geschickt. Wie sieht's aus? Hast du die schon gesehen? Was sagst du dazu? Er hat dann halt nur darauf geantwortet, ja, habe ich schon gesehen. Also er hat jetzt nicht gesagt, ich bin abgelehnt, ich bin angenommen, wie auch immer, hat er nicht gesagt. Deswegen, ich weiß jetzt nicht, ob ich drin bin oder nicht. Kann sein, dass ich drin bin. Ich werde euch nochmal informieren, so schnell wie es geht, ob ich jetzt dabei bin oder nicht. Die dritte Frage, die ich jetzt beziehungsweise die Antwort, die ich habe, ich habe halt vor, diese 300 Worte in einer Minute Challenge zu machen. Ich habe die auch schon aufgenommen. Ja, ich bin nicht nominiert, doch ich mach das hier ganz Routine, denn ich bin talentiert, der erste Platz ist für mich reserviert. Deswegen kam Endship für talentierte Rapper, ihr seid nach meinen Lines, kam rasierte Penner.
Es war relativ schwierig am Anfang, es nach einer Zeit ging es halt. Einige Tonspuren, es tut mir jetzt schon leid, wie gesagt, zu sagen, einige Tonspuren sind echt verkackt worden. Ich habe das versucht nochmal aufzunehmen, es wurde und wurde nicht besser. Also mittlerweile könnte ich es vielleicht besser machen, aber ich schaffe es den Flow nicht mehr genauso zu machen. Deswegen tut es mir leid, falls eine Tonspur echt verkackt ist, weil die Tiefen sind nicht wirklich stark zu hören, da sind mehr Höhen zu hören, also ich habe irgendwie die Tiefen rausgeschnitten, frag mich nicht wie, mein Mikrofon hat gerade rumgesponnen, auf jeden Fall, Video dazu ist auch schon aufgenommen, kommt jetzt auch die Tage irgendwann online, spätestens nächste Woche Mittwoch, vielleicht auch irgendwie jetzt davor schon kommt das online, muss ich mal gucken, und ja, das sind so halt die Sachen, die ich jetzt ansprechen wollte in dem Video. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Like oder ein Abo da, vielleicht auch einen Kommentar, ob ihr meinen ersten Track feiert oder nicht gefeiert habt. Guckt doch auch gerne mal auf Instagram oder Soundcloud vorbei. Auf Instagram bin ich momentan nicht so aktiv, weil es momentan nicht so wirklich zu erzählen gibt, weil ich momentan nicht viel unterwegs bin. Bin momentan mehr dabei, Songs zu recorden, ein bisschen zu üben und sowas. Da bin ich halt momentan dabei. Und ja, ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag. Schönen Abend, wie auch immer. Auf jeden Fall haut rein. Ciao.